Go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together mit dem lieben Master Greg bei unserem Spiel Terra Rising. Ja, also uns gehört das Spiel eigentlich nicht. Ja, ja. Hey, und ich habe gemerkt, schau mal nach oben, da ist irgendwo ein Runenzeichen. Ich glaube, da ist so am Himmel. Ja, also auch ein herzliches Willkommen von mir zu Terra Rising. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir doch ganz am Anfang der Karte rennen müssen, um unsere Mission zu erledigen. Ich zeige es euch mal, wir waren hier unten, weil dort waren wir im Außenposten, aber wir mussten in Wirklichkeit nach hier oben zu diesem Lamm hin. Wir sind schon mal so ein bisschen vorgerannt. Ich war. Und ja, jetzt wollten wir den Rest mit euch weiterlaufen. Ganz genau. Auf geht's. Oh. Hey, der hatte ein Pferd, ich will auch ein Pferd haben. Das werden wir sicherlich noch bekommen. Gut. Biene! So. Na. Eine. Bis ich eine Biene erwische, ist es eh zu spät. Wieso bist du schneller als ich? Ach, dann hat es doch funktioniert, der Zauber. Aber wahrscheinlich. Hey! Ah! Hilfe! Ich werde angegriffen! Ich kann mein Schwert nicht benutzen! So, jetzt so geht's. Ich konnte gerade mein Schwert überhaupt nicht benutzen. Okay. Denk mal, wir müssen ein kleines bisschen aufpassen, wann wir hier rausgehen, weil wir müssen hier jetzt runter. Mhm. Aber mir kommt das so. Mir kommt es so vor, ich bin so, ich schwanke zwischen 20 und 30 FPS, aber ich habe immer so ganz kleine Ruckler drinne. Also bei mir schwankt es zwischen 25 und 30 höchstens. Also aber ich habe irgendwie, ich habe ab und zu mal so einen kleinen Ruckler drinne immer. Mhm. Mal gucken, warte mal. Also für die Leute, die es vielleicht bemerkt haben, ich habe jetzt meine Grafikeinstellung wieder hochgedreht, denn ich habe jetzt auch geschafft, für Terra ein bisschen was einzustellen, Einstellung zu machen. Warte mal kurz. Ich laufe gar nicht mal mit dir. Ja, ich bin kurz stehen geblieben. Ja, ich neben uns ist noch ein anderer mitgelaufen, deswegen ich gedacht habe, dass das du wärst, bis ich es gemerkt habe. So. Jetzt geht's eigentlich. Jetzt habe ich stabile 30 FPS. Und das hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel verändert. Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt hier einen angreife? Nö, auch nicht. Ich kann überhaupt keinen angreifen. Das ist wahrscheinlich der Fehler, du hättest das nicht sollen da. Oha, jetzt kackt es gerade bei mir ab, das Spiel. Ja, aber ich kann gerade überhaupt nicht angreifen, nix. Und die Ablenkzeit ist 27 Minuten, also hätten wir ein Problem. Was hast du denn aktiviert überhaupt? Das dritte bei mir. Das ist, warte kurz. Gefechtslauf. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit während des Kampfes 3 Minuten lang. Um 30, aber verringert eure Resistenz gegen Niederschläge um 20%. Der Effekt endet, wenn ihr niedergeschlagen werdet. Das wird wahrscheinlich genau das gleiche sein wie bei mir geschickte Fußarbeit. Ja. Wo Abklingzeit eine Stunde ist, verringert oder auch nicht. Meinst du, scheint was ganz anderes zu sein? Nee, aber trotzdem, wieso funktioniert meine Waffe auf einmal nicht mehr? Also wieso kann ich nicht angreifen? Ja, versuch nochmal bei dem hier. Nichts. Ich drück alle. Na, nichts. Ich kann jetzt blöd rumlaufen. Naja. Aber guck mal hier, die Attacke sieht auch irgendwie geil aus. Genau. Magst du mal, vielleicht kann ich was anderes aktivieren, was eine kleinere Ablenkzeit hat. Ausweichrolle und Combo-Attacke. Aber steht nichts von Ablenkzeit. Ansonsten musst du dir gleich nochmal einen neuen Charakter erstellen. Ha! Geht's wieder? Warte mal. Na, also nicht mehr mit der Maus. Ach! So. Ja, du hast deine Attacken weggezogen. Ich hab sie von der Maus. Ich hab's gerade gemerkt, ich hab's von der Maus wegbewegt. Und deswegen. Oh Gott.
Ach, okay. jetzt. Ja, ich hab's wieder. Kommst es du? Es ist... warte mal. Wo bist du? Genau da. Hoch bist du gelaufen. Ich find's aber ein bisschen schade, dass es nicht so ist wie bei Guild Wars Beispiel, wo du mit dem Mausklicks alles machen kannst. Weil hier... musst du halt mit der Steuerung arbeiten. Mit der Tastatur und so. Ja. Oha, ich hab Angst bei dieser Brücke. Hier kommen schon Steine raus. Ja. Die bösen Steine. Gott. Lol, du hast gerade bei mir geleckt, du hast bei mir gerade so einen super Jump gemacht. Ja. Weißt du, seit wie vielen Minuten wir aufnehmen? Ungefähr seit 4 Minuten. Na, ich glaube ungefähr so um die seit 6 Minuten. Ich habe ja dieses Dings, läuft bei mir. Super. Welches Ding? Ja, das die Abklingzeit ist 13 Minuten, wir haben schon 24 Minuten. Okay, warte, also, ich noch zu warten. Mal gucken, was kann ich denn noch einstellen, dass es Texturlösung. Ja, Mission abgeschlossen. Der jetzt einfach noch mal alles so ein bisschen runter. Der so. Typ. Warte mal, was stand da? Sucht den Torius? Ach, das ging zu schnell. Zuerst müssen wir einmal sehen, wer überhaupt noch hier ist. Das könntet ihr übernehmen. Alexandria und ich warten, dass wir hier auch herauskommen. Andrea versucht, diese Liste zusammenzustellen. Ja, wählt doch auf den Weg zu. Sucht Centurius Kishal am nördlichen Kontrollpunkt auf. Finden Kishale. Am nördlichen Kontrollpunkt? Ja. Ist der nicht? Nee, das ist der Außenposten. Nördlicher Kontrollpunkt. Wachs mal im Norden. Ah, das ist nicht so weit, das ist hier lang. Okay. Solange du eine Ahnung hast, passt es. Jo, ich. Entweder ist es das Ausrufe. Wie hieß der Typ? Kishale. Ja, ist hier vorne. Gleich. Mhm. Aber man muss ja schon sagen, geile Grafik, ne? Mhm. Ja, es geht schon. Auch wenn ich es eigentlich extrem runtergestellt habe. Was hast du runtergestellt? Ich habe eigentlich so gut wie alles. Und hier soll der eigentlich sein. Kishale, da vorne, das ist eine Frau. Spürt die Macht des Kerns. Oh, da. Das schaffe ich. Ja, ich auch. Meldet euch bei Dulari in seinem Lager und noch irgendwas. Das ist... Zu dem Fragezeichen müssen wir, es ist so weiter unten. Genau. Aber ich frage mich, wo wir diese andere Quest abgeben. Diese Antwort erhalten. Ah, bringe die Clown zu Dulari in sein Lager. Also passt das? Ja. Alter, was für ein Damage ich mache. Ja, brutalst, Mann. Macht ca. 100er Schaden gerade. Ja, bis ich ankomme, ist der schon tot. Das ist voll scheiße. Hast dir wohl doch die falsche Klasse ausgesucht. Ja, wenn einer Fernkampf ist, muss der andere ja Nahkampf machen. Wäre schlauer gewesen. Ich habe eine Glücksschachtel. Oh, das ist nicht meine. Ah, was wärst du für? Ich hätte auch Nahkampf nehmen können. Wäre mir egal gewesen. Ja, dann hätte ich Bogenschützen genommen. Waffenausbilder. Mal gucken, was ist das denn? Okay, hier kann man erst ab Stufe 4 was lernen. Oder kann ich zumindest Antwort erhalten. Yeah. Hier, Dulari. Ja, für die Föderation. Die Runde machen. Antwort. Ey, ich krieg einen Tagesanbruch. Ich gebe mein Wissen. Die Runde machen. Jagd auf die Bestien annehmen. Jagd auf die Norox und sammelt ihre Häute. Und Grundausbildung. Bildung der Zerstörer annehmen. Bogenschütze. Ja. So, warte, aber ich hab jetzt einen Bogen bekommen. Oder? Ah, du hast was Neues bekommen. Ich will, ja, glaube ja, ich auch. Müsstest du, glaube ich, auch. Ja, denke ich mir auch. Was haben wir denn hier? Ah, ein Schwert. Für Zerstörer, für Stufe 2 oder höher.
Ja, ich habe es jetzt gerade ausgerüstet. Ja, ich auch. Ja, also das ist definitiv besser. Okay. Sage ich einfach mal so. Okay, wir müssen diese Norox töten. Ich fange schon mal an. Gut, ich mache das. Versucht ihn gleichzeitig auszuweichen, damit sie mir nicht unnötig Schaden machen. So, ich mach mal den letzten jetzt gerade. Ja. Ist tot. Ah, du hast mir gleich aufsättig gemacht. Ja, ja, das ist immer alles gleichzeitig. Ja. Mach ich auch noch einen kurz tot. Passt. Wieso das denn? Ja, wieso soll ich nicht? Müssen so. Wir es auch bei ihm abgeben, oder? Ich bin gerade auf dem Weg zu ihm, aber anscheinend nicht. Ja, okay, folgen wir dann schon mal dem Ausrufezeichen. Ja, Sekunde. Mhm. Warte, hier ist noch ein Fragezeichen hier. Ah, da hinten, ja, ich seh's. Waffenausbilderin. Ja. Nette Worte. Bereit, etwas zu lernen. Ja, Fertigkeiten erlernen. Wer will schon ewig leben? No, ich kann nichts erlernen. Ist alles zu hoch für mich. Nein. So, ich bin also, wenn du es abgegeben hast, müsstest du eigentlich Level Ende, abkommen. Was ihr anfangt. Grundausbildung, bereit ist es abzuholen. Ihr habt Wirbelwind 1 erlernt. Okay, wo meinst du was abgeben? Also, ich bin mit meiner Grundausbildung zum Bogenschützen jetzt fertig. Was musst du dafür machen? Einfach nochmal drauf, dann steht da Grundausbildung zur Zerstörerin oder so gesehen bei mir Bogenschützen. Ja, für die Föderation. Ja, war ich jetzt auch. Und dann kannst du Fähigkeiten erlernen. Überlasst euch den Fluss der Magie. Die nächste Fähigkeit können wir ab Level 2 ab Stufe 6 da, erlernen. Da, Stufe 4, Niederstrecken. Ich will mal gucken, wie viel Damage meine neue Attacke macht. Erlernen. Niederstrecken 1. Gucken, Abklingzeit. Oha. So, ich muss jetzt mal schauen, was diese Fertigkeit macht. Bessere Fertigkeiten. Niederstrecken 1. Mäht euren Gegner den Wald längs ab. Ist aktiv. Okay. Bei mir passt. Ja. Ach, ich muss das runterziehen. Ja, ja, du musst das bei dir in die Leiste reinziehen. Ja, ja, habe ich jetzt auch das gemerkt. Benutzen zu können. Passiv, passiv, passiv. Gefechtslauf haben wir. Ausweichen oder Manierstecken haben wir. Geben. Ich glaube, warte mal, das mache ich dann gleich so. Ich habe gerade meine Glücksschachtel aufgehoben. Ja. Also wollen wir dann jetzt weiter? Gleich, ich muss noch kurz schauen, wie der Wirbelwind 1 ist aktiv. Okay. Oh, ich sollte mal das da wegmachen. Kann es weitergehen? Okay, meinetwegen. Wir müssen ja nicht gerade sehr weit laufen. Ja. Warte. Ich folge dir mal. Bist aber ganz schön weit vorgelaufen. So, wir haben jetzt schon 15 Minuten ungefähr hinter uns. Hier ist noch mal eine Aufgabe. Ja. Nimm die mal an. Die Welt. Klinge des WKs. Hey, wir kriegen eine neue Klinge, wenn wir das abschließen. Geht nach Westen und sucht nach einer Baumgruppe mit Ferkel. WKs der Böse scheint eine Schwäche für Ferkel zu haben. Zeit, dass sich jemand seiner Größe... oder wenigstens kein Ferkel seiner Art. Schaltet ihn aus. Ja.
Hab ich gemerkt. Wir müssten jetzt irgendein... Da lang. So gesehen. Da unten ist er. Der wurde gerade eben niedergelegt. Oder wird gerade niedergelegt. Ja, ich glaube, es sind mehrere, kann das sein? Ja. Suchen wir uns auch einen boshaften Baum, den wir hier machen. Ja. Und wenn ich hier auf den Born ja auch gehe, relativ schnell. Hier oben. Ja, da ist einer. Ich hoffe, es ist meiner. Ja, Mann. Ja. Unserer? Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Glaube ich zumindest, dass das unserer war. Hau ich doch mal. Lob sei Dank. Eure Arbeit gefällt mir. Müssen wir das überhaupt bei ihm abgeben? Warte, ich will gerade mal gucken. Ich muss mal gucken, Hilfe? Wo man die Quests öffnet. Ja, und ich gehe nochmal einen so einen boshaften Baum töten. Ja. Nee, warte. Das war der gar nicht. Gut, dann warten wir mal hier, bis er noch einer spawnt und holen wir uns den. Wir brauchen ein Vieh namens Vekas. So. Ja, hier ist er. Die sind auch Vekas. Steht über denen. Vekas bloß auf der Baum. Der steht aber dann auch so da. So, das müsste jetzt unser sein. Ja. Ja, jetzt ist unser. Haben wir alles eingesammelt? Gut, jetzt können wir es abgeben. Ja. Ey, ich krieg einen neuen Bogen. Wir erobern die Welt. Ich krieg ein neues Schwert. Oh, der macht auf jeden Fall mehr Damage. So, Inventar. Ah, man... Achso, ich wollte gerade sagen, muss man sich das aussuchen? Ja, der macht mehr Damage. So. Dann... Was hab ich denn hier gerade bekommen? Ich habe hier so ein paar Sachen aufgesammelt. Rinde. Steht eurer Klasse nicht zur Verfügung. Ich habe gerade... ich habe was für... Lanzer und Berserker und Zauberer, Priester, Mystiker. Und du? Ja, ich auch, also was, nur ich hab... Also nichts für uns? Nichts für uns. Ja, schade. So, auf zur nächsten Mission, dann würde ich sagen, das ist das für die heutige Folge, oder? Ja, warte, müsste hier nicht irgendwo eigentlich... Manchmal Fragezeichen? Bin der Meinung, wir stehen genau in einem Fragezeichen so gut wie drin. Freut mich sehr. Guck mal, bei versteckt. Guck mal bei dir auf die Karte. Vielleicht müssen wir hier was erledigen. Sucht Nezir am nördlichen Ausblick auf. Oder vielleicht müssen wir hier irgendwo finden. In diesem Gebiet. Ja. Ja, da vorne ist er, da vorne. Hast du ihn? Ja, hier vor oben. Okay. Warum seid ihr hier? Ah, sehr schön. Die Runde machen. Noch nicht. Yay, Quest abgeschlossen. Jagd auf die Bestie. Nix zu danken. Die Runde machen ist dann das letzte. Meldet euch bei Adria und gebt eure Zählung. Genau. Machen wir das auch noch schnell? Wo ist das? Oben in der Stadt. Ja, dann lass uns da mal schnell hingehen. Ja. Dann machen wir das mal schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel das Maximum Level hier gerade ist bei diesem Spiel. Ich hab keine Ahnung. Anscheinend, wenn ich guckte gerade mal so ein bisschen auf den Chat drauf, da steht, ist ein Level 60er on. Okay. Ich denke mal, da wird es nur bis Level 60 gehen. Ich laufe gerade wem ganz anderes hinterher statt dir. Super. Ich warte mal hier drüben. Ja, bin aber auch gleich da. Mhm. Ja. Also fehlen uns ja nur noch 55 Level, bis wir es geschafft haben. Mhm. Ich hoffe, ich komme hier runter. Glaub's aber eher wie. Doch, ich komme hier runter. Hey, du bist hier irgendwo. Hier oben bist du irgendwo. Ah, da bist bin du. Hinter dir. Ja. Hinter dir.
Ich weiß. Ich sehe dich ja. Wir müssen aber hier hoch. Also ja, umsonst. Umsonst runtergesprungen. Ja. Ja, super. Gehen wir zum rosa Baum. Die hat eine. Hey, die hat sicher eine powervolle Rüstung an. Hier ist ein Geschenk, ich will das Geschenk haben. Kriegst du nicht. Ich bin ganz Ohr. Oh Mann. Adria, die Runde machen. Ich hab kurz Zeit für euch. Drunter und drüber. Das nehmen wir trotzdem schon mal an. Ja. Sicher. Und geben es auch gleich ab. Wie meinst du gleich ab? Die Mama steht da schon. Der ist direkt daneben. Was? Oh ja, ist recht. Augenblick mal. So, ich habe denn jetzt aber nichts weiter angenommen. Ich werde jetzt mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Ah, Vorratskiste. Für Stufe 5 oder höher. Handel nicht möglich. Eine Föderationskiste bis zum Rand gefüllt mit Vorräten für euch. Mit einem Rechtsklick könnt ihr sie öffnen. Lohnt sich das für mich? Ah, cool. Was gibt's, Kind? Vorratskiste. Was haben wir denn hier? Tapferkeitstrank. Veteranenverband. Ich habe gerade so ziemlich jede einzige Quest angenommen, die wir hätten. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Was schaust du denn? Ich habe mir gerade ein Hemd angelegt. Ich diese Baumkletterjacke? Nee, du hast jetzt, glaube ich, von irgendeiner Quest von den beiden was bekommen. Okay, mal schauen. Ups, nehmen wir jetzt auch mal alles an. Was haben wir denn? Ups, mal dazu. Vorratskiste für Stufe 5 oder höher, hast recht. Baumkletterjacke habe ich schon angezogen. Müsste irgendwie heißen, warte mal. Nee, doch, Baumkletterjacke. Habe ich schon, ja. Die habe ich schon aktiviert. Also, wir haben vorher auch schon eine bekommen gehabt. Also, ich habe schon zwei. Ja, ich auch. So, ich denke mal, dann war es das auch für diese Folge. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich wieder später wieder. Also Leute, ich sag jetzt, haut's raus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Terra Rising Together.